Ja, Philipp, Montagabend stellt sich die Hertha im DFB-Pokal vor bei euch an der Hamburger Straße. Ist da schon so eine gewisse Vorfreude in der Kabine auch auf das Spiel zu spüren? Ich kann mir vorstellen, gerade bei den jungen Spielern, für die wird das ja vielleicht das bisher größte Spiel in ihrer Karriere sein. Ja, auf jeden Fall. Also wir fiebern alle drauf hin und ja, für die jungen Spieler ist das auch neu, der DFB-Pokal. Aber es ist immer was Besonderes und dann noch gegen Hertha ist natürlich ein super Spiel hier vor ausverkauftem Haus, hoffe ich. Und es spornt uns auf jeden Fall an. Wir haben nichts zu verlieren und rechnen uns da auf jeden Fall, wollen auch eine Runde weiterkommen auf jeden Fall. Kann ich mir so vorstellen, dass vielleicht auch mal ein junger Spieler zu dir kommt und sagt so, Philipp, wie ist denn das, irgendwie gegen den Bundesligisten zu spielen? Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ja, es ist klar, wenn einer kommt, dann kann ich nicht mehr sagen, wie es ist, aber er muss die Erfahrung selber machen. Es ist ein Highlight in der Karriere, auch mal gegen Bundesligisten zu spielen. Und deswegen freuen sich gerade die jungen Spieler auch auf Montag, aber wir uns alle auch und der Verein auch. Was muss denn zusammenkommen oder wie muss es denn laufen, dass ihr dem, ja, kann ja schon sagen, doch großen Favoriten dann am Montag ein Bein stellen könnt? Ja, die Fans werden wichtig sein. Das ist gut für uns, dass wir zu Hause spielen. Und wir müssen einfach so weiterspielen, wie wir bisher gemacht haben. Das haben wir gut gemacht und uns nicht verstecken. Müssen sie auch versuchen zu pressen. Und dann werden sie vielleicht auch überrascht sein, dass wir uns nicht hinten reinstellen, wie wir erwartet. Und dann unsere Chancen, die wir bekommen, müssen wir nutzen. Und dann mit den Fans im Rücken kann einiges möglich sein. Habe ich also richtig verstanden? Es war ja bisher auch immer im bisherigen Saisonverlauf so, dass ihr meistens so das Spiel an euch gerissen habt, beziehungsweise auch einfach mehr Ballbesitz hattet als der Gegner. Und dass ihr davon auch nicht abweichen wollt, nur weil es ein Bundesligist ist? Ja, mehr Ballbesitz ist jetzt vielleicht schwierig, weil es eine ganz andere Mannschaft ist. Ein Bundesligisten gestandener. Aber wir wollen uns nicht hinten reinstellen, wir wollen frech spielen und auch anlaufen und sie versuchen zu ärgern und warum soll es ja nicht klappen? Kann es da vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein, dass ihr schon 5 Pflichtspiele absolviert habt und für Hertha ist es das erste? Vielleicht ja, es ist es ist gut, dass wir auch schon 5 Spiele hatten und aber ich denke mal, sie hatten ja auch ein paar Vorbereitungsspiele auch und ich denke mal, der Trainer wird die auch sehr gut darauf einstellen, das nicht zu unterschätzen. Aber klar, wir sind jetzt eingespielt und haben unsere Spiele schon gehabt und von daher bin ich da guter Dinge. Hast du eigentlich ein Ritual vorm Spiel, was du irgendwie jedes Mal machst? Gibt es da irgendwas? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Aber es gibt schon ein paar Spieler bei euch, die so eine kleine Marotte haben, oder? Ja, genau, ein paar Spieler gibt's, aber ich bin jetzt, hab da nichts Besonderes eigentlich vorm Spiel und bin da mal ganz ruhig und konzentriere mich nur aufs Spiel. Der bisherige Saisonverlauf ist ja so, dass ihr zwar leistungsmäßig euch stetig weiterentwickelt habt, aber punktemäßig das noch nicht so ganz ummünzen konntet. Glaubst du, das spielt für das Spiel irgendwie eine Rolle? Ist das irgendwie in den Köpfen drin, dass der Saisonstart nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich denke nicht. Also klar, wir haben uns das alle ein bisschen besser vorgestellt, aber vom Spielerischen her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben dominant auch gespielt in den Spielen, haben uns einfach nicht belohnt und wir müssen 90 Minuten konzentriert bleiben. Aber ich denke mal, es ist ein neuer Wettbewerb und eine ganz andere Situation. Also wir lassen die Spiele hinter uns, wir gehen da mit, es ist wie ein Endspiel für uns. Also ganz neuer Wettbewerb und ich denke mal, es wird da kein Problem sein, dass das in den Köpfen ist. Wie sehen denn deine ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Wettbewerb aus? Du gehörst ja schon so ein bisschen zu den alten Hasen, hast schon ein paar Pokalspiele absolviert. Gibt es da irgendwas, irgendein Erlebnis, irgendein Spiel, was in bleibender Erinnerung geblieben ist? Gegen die Bundesligisten ist halt immer ein Highlight zu spielen, gerade als wenn du Zweitligist bist oder Drittligist. Ich bin jetzt nicht weitergekommen als das Achtelfinale. Das war ein Highlight mit Kaiserslautern, wo wir in Leverkusen gespielt haben, dann auch erst nach Verlängerung rausgeflogen sind.
Ja, das war so ein Highlight und klar, man will immer weiterkommen, aber ja, es wird dann immer schwieriger, wenn dann immer bessere Teams auch kommen. Hast du persönlich auch einen Berührungspunkt mit der Hertha in deiner bisherigen Karriere schon gehabt oder ist das für dich erste Pflichtspiel gegen die? Mein erstes Pflichtspiel gegen die, also vorher nichts. Okay. Dann abschließende Frage, welche Headline würdest du nach dem Spiel gerne über das Spiel lesen oder ja? Ja, dass wir super gekämpft haben, Leidenschaft gezeigt haben und ja, über das Ergebnis kann ich jetzt noch nichts sagen, aber ich würde versprechen, dass wir ja, mutig auftreten und uns nicht verstecken und ja, dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Alles klar, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank, Philipp.